Hallo Jungs, hier ist der Marc von RCK68 in Frankreich und heute reden wir über meinen FJ Racetrack. Das ist ein 1:6er Racetrack, ist natürlich die Basis vom Chassis von einer DTM 1:5er mit 535 mm Radstand. Unterschied natürlich, dass die Kabine kürzer ist. Das ist mir recht, also da wo ich fahre, brauche ich keine so lange Karo, das ist mal eins. Und wir haben natürlich noch die fetten Reifen drauf, die ich auch sehr mag, gerade für große Leistungen am Boden bringen. Leider findet man nicht unbedingt, was man will mit den Reifen. Normalerweise gibt es da S0, S1, S2, S3. Du findest nicht immer, was du willst, wie du es willst. Und natürlich preismäßig sind sie relativ teuer, aber die halten was aus gegenüber normale GT-Reifen. Ich habe jetzt schon 20, 30 Fahrten drauf. Die sind immer noch, so nicht wie neu, aber sind immer noch gut. Und wir haben eine Planänderung da drin. Wir haben, es gibt in Frankreich einen Laden, der eine Montageplatte für den Motor macht, die verschieden ist als die von Original T2M oder FG. Die ist voll nur für Elektro, das heißt, du hast keinen Platz mehr für die Bremsanlage drin. Der Motor, die Motorhalterung ist aus einem Teil gefräst, 7075 T6 Aluminium, ist viel schraffer und dadurch kann man fettere Motor montieren, ohne, weil auf der Original-Montageplatte gibt es immer ein bisschen Bewegung, musst du da ein bisschen verstreben, damit da alles klappt. Im Onroad ist kein Problem, Offroad ist natürlich ein Problem, mit der Montageplatte ist es kein Problem. Und die haben auch die Montageplatte so gemacht, dass man hier den Motor minimal bewegen kann, um 2 bis 3 Ritzel zu montieren kann auf denselben Zahnrad. Weil bei FG ist es so gedacht, ein Zahnrad, eine Ritzel. Oder vielleicht 2, aber da ist dann mal zu viel Spiel, mal zu wenig Spiel. Und ist immer sehr teuer, weil du brauchst Motorritzel, du brauchst Hauptzahnrad. Und zwischen 44 und 46 Zahnrad musst du noch eine andere Montageplatte haben, weil es ist größer oder kleiner. Also ist es sehr schnell teuer, die Übersetzung zu ersetzen bei FG. Und so rum kannst du ein Zahnkranz lassen und 2, 3 Zähne an der Ritzel ändern. Das ist doch mal cool. Dazu ist der Motor auch mehr nach hinten und mehr nach oben montiert. Ist ein klein bisschen höher, aber ist ja minimal, aber mehr nach hinten, damit mehr Gewicht auf die Hinterachse kommt und mehr Platz für die Batterien darin ist. Und ich habe den hier verwendet, weil ich da, also ich war noch nicht am Ende mit dem Ausprobieren von dem LKW. Ich habe hier einen 360 kV 56 x 113 mm Motor drin. Mit 360 kV. Ihr habt ihn gesehen, fahren 12S, 18S, 18S normal geritzelt, 18S normal geritzelt mit 30 Grad Timing am Motor auf die größte Motorritzel, die kleinste andere 39er Zahn Hauptzahnrad montiert für Speedruns, immer noch 18S mit 0 Grad und mit 30 Grad. Aber das war noch nicht alles, weil wir waren am Gas noch nicht bei voller Leistung. Der Gasweg war bei 100% auf der Funke. Die Flyer ERC, also ich habe ja einen Flyer da drin, allerdings, der eignet ja nicht auf Minimum und Maximum. Der weiß nicht, wo das Maximum ist. Und wenn du da bei meinem Spektrum jetzt kannst du bei 150 Grad, 550% des Gas raufschrauben, geht das Ding umso schneller noch. Das heißt, wir haben noch 50% dazu, heißt auf 150% natürlich 33% Leistung mehr. Das bringt 18S Normalfahrten waren wir 90, sollte ich 120 fahren. Sollte auch so sein, weil ich habe ja auch so gerechnet mit so und so viel S, mein so und so viel KV mit der Übersetzung. Nach der FG-Tabelle sollte das Ding theoretisch 120 erreichen, war aber nur 90. Ich hatte 120 mit der großen Übersetzung, wo ich theoretisch 180 fahren sollte. Natürlich schaffen wir niemals die 180 mit dem Fahrwind und alles natürlich drum und dran. Aber das kommt noch. Aber wir sind jetzt Winter, für Speedruns schlechtes Moment. Also haben wir mal umgebaut, um was anderes zu probieren. Und ich habe hier drin jetzt ein 70x120 Motor verbaut. Das heißt, einen größeren, fetteren Motor, als was drin war. Und wir probieren den mit 2x6S 12.000 mAh Batterien. Wir haben hier am Schluss statt 10,5 Kilo, da ich vorher hatte mit 18S und dem anderen Motor, haben wir 14 Kilo. Vorteil von den 14 Kilo mit den riesen Schlappen, selbst aus kaltem Boden habe ich jetzt Grip. Das ist mal cool.
sind nur 25C Batterien. Die Übersetzung, die wir mal probiert haben auf der Testphase, ihr werdet das Video sehen oder ist schon draußen, war ein bisschen zu groß verbrauchmäßig. Wir haben jetzt runtergerätselt, wir werden es probieren. Ich möchte gern so um die 80 fahren. Das reicht mir überaus mit der Beschleunigung, dass das Ding hat. Reicht 80 für die Strecke, wo ich fahre. Oder die verschiedenen Strecke, wie wir machen hier. Und ich will also so um die locker halb Stunde erreichen, ohne dass was warm wird, weil der Motor war nach, ich bin fast eine halbe Stunde gefahren, wie ein Aff. Vollgas, 97 km, Speedruns, 200 Meter lang hin und zurück und hin und zurück und Bremsen und Driften und alles. Motor war ungefähr 50 Grad, Batterien waren lauwarm. Aber ich möchte, dass es auch so im Sommer bleibt. Und anderen Vorteil, wenn du Batterien nimmst, die weniger C-Rate haben, sind sie billiger. So eine Batterie kostet 90 Euro. Wir haben hier 200 Euro dabei für eine Fahrt. Das wäre cool, weil es gibt jetzt, es kommt langsam das Brushes in, bei FG und so. Aber die haben jetzt den Spleen, die fahren mit 8S 30.000 mAh Batterien, die 700 Euro kosten. Eine Batterie für eine halbe Stunde. Aber die fahren mit Motoren 700, 800, 900 kV. Also von mir aus mit dem Gewicht zu viel kV, zu wenig S. Natürlich reicht es auf einer Rennstrecke, ist auch einfacher, weil mit 8S-Regler haben wir mehr Sparung. Es gibt den Mamba XLX, es gibt den Max 5 von Hobbywing. Super easy ESC zum Brauchen. Ich montiere sie, die haben ein Back drin, der ist alles. Die Flyer SE sind natürlich billiger, sind kompakter, aber haben kein BEC drin. Es kommt jetzt einer mit BEC. Wir haben ja den Viereck auch, der BEC drin hat. Aber es ist immer so ein bisschen ein Problem für den Rückwärtsgang einzustellen, bei den anderen nicht. Natürlich, wenn du Wettbewerb fährst, ist es egal, ob du rückwärts hast oder nicht, also spielt es keine Rolle. Und ich habe jetzt hier einfach den Flyer drin, weil der über 12S rausgeht. Wie gesagt, es kommt noch anders mit dem anderen Motor. Ich habe mit den Batterien gefahren, also nach 10 Minuten hatte ich mal Cut-Off, aber die, ich hatte hier 3,6 Volt Cut-Off. Und die große Übersetzung, und ich hatte noch 30 Grad Timing auf dem Motor, hätte weiterfahren können, aber wollte natürlich nicht die Akkus zu viel stressen, die waren immer noch kalt, waren bei 3,8 Volt sowas oder 3,9, das war okay. Aber jetzt mit anderer Übersetzung und anderen Timing werden wir nochmal eine Fahrt machen, und wie gesagt, Ziel ist 80 km und ungefähr eine halbe Stunde, ohne die Lipos zu stressen. Sonst fahre ich lieber mit 3x6S oder 3x4S 8000er Competition Batterien, da findest du ja bis 100C. Aber interessant bei denen war der Preis, und das Gewicht spielt ja hier keine Rolle in dem Auto. Sofern. Also werden wir noch mehr von dem sehen, und ich lade hier jeden ein, der 1:5er Elektro hat. Es kommt ja immer mehr. Immer mehr haben verschiedene Montage selber gemacht. Andere Motoren, anderen Regler, anderen Montagesteile, anders übersetzt, andere Ideen. Es gibt Leute, die gern 6S parallel fahren. Es gibt Leute, die 12S, 18S fahren oder noch mehr. Ich möchte von euch allen alles wissen, damit jeder, der sich daran interessiert, wenn er auf das Video fällt, verschiedene Meinungen hat, nicht nur meine, und verschiedene Denkarten explorieren kann, auch selber proben kann, weil am Schluss haben wir alle dasselbe auf dem Feld, haben wir Spaß. Und das ist die Hauptsache. Ich bin definitiv kein Freak von 8S mit über 10, 12 Kilo. Es gibt aber Leute, die da überaus glücklich sind mit fette Lipos mit 8S, obwohl es 200 Ampere braucht. Ich habe lieber so um die 100, 120 Ampere Verbrauch. Wie gesagt, kühle Batterien, kühlen Motor, gerade dann, wenn der Sommer kommt. Ich fahre aber keinen Wettbewerb, ich bin kein Pistenfahrer, wir fahren zum Plausch, also kann man nicht alles einsehen. Ich habe da nicht große Erfahrung in Rennen. Die Leute, die dann natürlich Rennerfahrung haben, sehen das ganz anders und sind auch anders, meistens von der Regelung blockiert. Und die müssen dann andere Lösungen finden, als wir, was wir in natürlich Hobby machen können. Tschüss Jungs, macht's gut, bis bald mit dem Ding auf der Straße. Und meine Fernbedienung ist ja hier vorne.